Ja, ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten German Cancer Survivors Day 2015 hier in Berlin am Hauptbahnhof. Jeder Mensch, meine Damen und Herren, hat eine ganz individuelle Geschichte. Und wer eine Krebserkrankung überstanden hat, denke ich, hat eine ganz besondere. Es ist im Grunde ein unabwendbares Schicksal. Es ist nicht abwehrbar, nicht beherrschbar. Aber der Umgang damit ist gestaltbar. Also die Zielgruppe, die wir heute auch ansprechen, insgesamt machen etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland aus. Also eine große Gruppe dieser Survivor. Und wir wissen ja auch, dass viele eben voller Ängste sind. Und insofern möchten wir Ihnen sagen, wenn du aktiv dein Leben gestaltest, kriegst du wieder Optimismus und hast auch genügend Kraft und Stärke wieder für die Zukunft. Ich finde das einen total wichtigen und erfreulichen Weg und ein tolles Engagement, weil ich einfach glaube, Krebskrankheit muss aus der Nische der Stigmatisierung und der Verborgenheit heraus. Aber insgesamt als Gesellschaft kann ich jetzt als Lungenkrebsarzt mich nur darüber freuen, dass mehr über Krebserkrankungen gesprochen wird und das als ein Stück, sagen wir mal, zwar nicht gewünschtes, aber doch zu unserem Leben dazugehörendes Moment gesehen wird und der Austausch über Krankheit etwas ist, was auch ein Stück Gesundheit machen kann. Lebe heute, denk nicht so viel im Vergangenen, was wäre, wenn, ja, und plan auch nicht so ewig weit in die Zukunft voraus, sondern schau, was ist heute, was kann ich heute tun, damit es mir gut geht, damit es den Menschen gut geht, damit wir was Positives erleben. Also ich glaube, bislang hat die Öffentlichkeit den Fokus nicht auf die Überlebenden gelegt, sondern auf andere Themen, Vorsorge, Diagnostik, was da an Therapiemöglichkeiten möglich ist. Aber ich halte es für ganz wichtig und deswegen bin ich auch sehr froh, dass heute dieser Tag hier stattfindet, dass man den Fokus auch dieses Aspekt also mit in den Fokus nimmt und sagt, es gibt ein Überleben. Ich glaube, die große Botschaft, die ich versuche zu vermitteln, ist: bleibe bei dir, komme zu dir und frage dich, was dir wichtig ist. Und lerne auch, das anderen zu sagen, auch deinen Ärzten zum Beispiel. Bleibe bei dir und stelle deine Fragen, finde deine Fragen. Ja. Natürlich habe ich nicht den totalen Einfluss, wann ich sterbe, aber ich habe diese Aufgabe gestellt gekriegt und ich versuche, mich zu wehren. Und offensichtlich hat es ja irgendwie geklappt. Bleib wach vielleicht einfach, mach die Augen nicht zu, sondern mach mit. Und ich glaube, das ist auch das, weshalb ich heute hier bin. Ich möchte mitmachen, ich möchte ein Bild für jemanden sein, wie es sein kann. Und ich glaube, das ist mein Lebensmotto, einfach für andere Menschen ein Bild sein. Wenn du das Leiden, die Bedrohung, das Sterben nicht als Teil des Lebens begreifst, dann wirst du das nicht aushalten können. Ich habe mein Lebensmotto geändert. Ich hatte immer gesagt, carpe diem, Spaß musst du auch haben. Heute sage ich, das Leben ist schwierig genug, man muss sich gegenseitig durchs Leben helfen. Schließlich habe ich auch schon seit 13 Jahren überlebt und ich denke, ich möchte auch anderen Mut machen, dass man wirklich noch sehr lange leben kann und auch sehr gut leben kann. Also man kann grundsätzlich erstmal sagen, dass wir 50% aller Krebspatienten heilen können. Aber die geheilt werden, die 50%, nicht alle froh gelaunt und sind nicht alle glücklich über ihre Lebensqualität. Viele haben erhebliche auch Therapie- oder Krankheitsnebenwirkungen, mit denen sie auskommen müssen. Ich glaube aber, dass wir mit dieser positiven Gruppe, die sich so selbst darstellt und sich selbst motiviert, dass wir da auch die anderen erreichen, die noch Zweifel an sich haben und noch nicht im Leben zurückgekehrt sind. Ich glaube, dass es uns Menschen möglich ist, auch mit Einschränkungen, mit Schicksalsschlägen so umzugehen, dass wir das Leben darin fühlen können. Wir wollten ein Zeichen setzen und den Menschen, die an Krebs erkrankt waren oder noch sind und damit leben müssen, auch jahrelang,
doch ein wenig Optimismus verleihen. Es gibt genügend Menschen, die ja nach ihrer Krebserkrankung, nach der Diagnose wirklich niederschmetternd und voller Ängste sind. Dann geht es darum, sie wieder aufzubauen, sie wieder ins Leben zurückzuführen und dafür zu begeistern, positiv, trotz einer schwierigen Diagnose, in das Leben hineinzuschauen und entsprechend das Leben zu gestalten. Okay.